Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mittelerde Morschatten. Moment schnell, ich muss schnell den Timer stellen. Das Problem liegt jetzt daran. Wie ihr vielleicht seht, bin ich in einem neuen Gebiet. Ne? Das heißt, ich habe den schwarzen Hammer gekillt. Das heißt, ich habe Stoppuhr hier. So. Das heißt, ich habe den schwarzen Hammer gekillt. Das heißt, ich habe da ein bisschen weitergespielt. Das Problem ist, ich habe alles aufgenommen. Ne? Das zweite Problem ist, mir ist vorhin die PlayStation abgekackt. Leider alles weg. Alle Aufnahmen weg. Und jetzt habe ich hier die Gulamarsch. Oh nee, ey. Schon wieder diese verfickten Kackkuhle. Leckt mich doch am Arsch, ey. Ich bring nicht mal EP. Noch ein Angriff und diese Höhle wird mein Grab werden. So ein Scheiß. So, und jetzt muss ich irgendeine Spur verfolgen von so einem Ghoul, der einen Wagen überfallen hat, wo so ein Medikament drin ist. Welches so eine alte Mutter rettet, die mir vorhin irgendwas Hier von der oben Vision habe ich erzählt ihn hat. gesehen. So, ich mache einfach mal Turbo-Bonus, ne? Aber ich habe schon wieder Agros. Die Ghule wissen, dass wir hier sind. Ich spüre, wie sie unter meinen Füßen umherkriechen. Alter! Fuck off! Nein! Nein! Nee, aber die kann ich doch alle töten. Einmal schnell ins Feuer schießen. Fuck off! So. Ne. Darf ich ja nicht zu schnell sein. Die beste Strategie ist es, ungesehen zu bleiben. Schleichen war noch nie meine Stärke. Warte, wie schleiche ich? Wie mache ich mit Schleichen? So, ne? Also ich könnte die ganze Höhle auseinandernehmen. Wie ihr seht, habe ich auch hier Waffen, Runen, Saurons Armee, bla. Hast du nicht gesehen? Verbesserungen habe ich hier all, also fast alles eigentlich schon freigeschalten. Und hier bin ich ganz unten, also es ist zum Kotzen. Und jetzt kann ich niemandes nutzen. Hier Also oben der bleibe Hammer. ich ungesehen. Weißt du, gefreut wie so ein Schneekind, oder? So ein Schneekönig. Als ich den Hammer endlich gekillt habe, ich habe das ja hunderttausende Male versucht und dann endlich hatte ich ihn, hat es eigentlich auch schon auf Aufnahme gedrückt und da kackt mir die PlayStation ab. Das komischerweise Und ist. fürchten die Flammen so sehr wie das Licht. Das könnte mir von Nutzen sein, wenn sie uns überwältigen wollen. Das ist gut. Eben, auf jeden Fall. Und dann Aufnahme gedrückt, schon Begrüßung gemacht und alles und dann Spiel gespeichert, ne? Alles schön und dann kam diese Kacke. Dann war das, ja, das Scheiße. Also ich da unten durch. Was? Dieser Mistgul. Ich kann euch sagen, aufgeregt und weiß nie was und. So, da oben. Was ist es? Was sind da? Heldengeschoss oder was? Oh nee! Was ist das? Ein Artefakt? Erinnerungspunkt. Nee. Oder? Oder wo bist du? Der verdammte Grauk hat mich bewusstlos geschlagen! Und? Oder? Hey, du Windsparte! Nein! Nein, das darf nicht sein! Das ist meine Schuld! Ich hätte besser vorbereitet sein sollen! Ich hätte auf dich hören sollen! Ich hätte ein besserer Jäger sein sollen! Ich werde dich rächen, Bruder! Ich werde diesen Grauk in deinem Namen jagen! Und ich werde zu dem Jäger werden, den du dir immer gewünscht hast!
Tragische Geschichte, Dankeschön. So, Er hat seinen Bruder verloren. Jäger und Gejagte. Der Tod holt sie alle. Außer mich nicht. Spiel mal ein Super Mario, dann weißt du, wer der Tod ist. Der sich immer aus dem. Das brauche ich jetzt nicht. So. Eine Schatzkammer. Dein Erbe muss sich dort befinden. Nein, nicht. Oh. Das ist schon wieder so eine. So. Gefertigt von dunklen Herrscher selbst. Das Blut meiner Familie haftet noch immer daran. Wir wurden verraten. Seine Macht brennt wie Feuer und stürzt ganz Mittelerde ins Verderben. Nein! Ja, und ich treffe sie nicht. Warte, Ghule fürchten ja Feuer, ne? Kotz hier nicht so blöd rum. Warte mal. Sie werden angreifen, bis bloß noch unsere Knochen verbleiben. Na toll, ich bin wieder vergiftet, ey. Zum Kotzen. Warte. Nein! Der Sturm ist verflogen. Die Gefahr jedoch noch nicht. Jo. Jetzt geht's noch auf Zeit, ey. Dieser Dunkelheit entfliehen. Verfluchter Mist. Wohin denn? Wohin denn? Ey, Scheiße. Ja, wohin denn? Mann! Ah, dadurch. Fuck. Diese Flammen werden sie aufhalten. Geht weg. Der Höhle liegt vor uns. Wir müssen ihn rechtzeitig erreichen. Noch ein Feuer. Verdammt, noch eins, ey. Schon wieder vergiftet. Alles so scheiß dreckige Matrosen, ey. Hat jetzt sowas von gar nichts gebracht. Oh.
Wolltest du deine militärische Karriere im Bauch eines Ghouls beenden? Ich bin Tovin, der Bestienjäger. Und wenn ich mich nicht irre, hast du dir meinen Schatz geschnappt. Ich bin dankbar für die Unterstützung. Doch ein Anrecht auf dieses Stück gibt sie dir nicht. Behalt es! Ich habe etwas viel Wertvolleres gefunden. Und was soll das sein? Mein neuen Jagdkumpan. Was du jagst, interessiert mich nicht, guter Zwerg. Auch nicht, wenn es dich zu dem Meißel führt, der zu diesem Hammer passt? Jede Beute hat ihren Köder, nicht wahr? Deiner ist eben nur ziemlich alt. Also, falls dich die Jagdlust erfasst, mein Lager ist nicht weit. Finde den Zwerg. Boy. Juhu. Erzähl mir von deiner Vision, Celebrimbor. Mit dem Wissen, das er mir gab, schmiedete ich heimlich die drei Ringe. Wasser, Luft und Feuer. Ganz kurz Moment. Seht ihr das? Das ist High-End-Grafik-Scheiße, ey. Boah. Das ist ja nur noch schön hier. Boah, einfach nur mal schnell. So. Oh. Es ist so schön hier gerade. Wie soll ich jetzt da rüberkommen, bitteschön? Sag mal. Orkis? Keine in der Nähe? Okay. Jetzt zieht er wirklich zurück in diese scheiße Höhle oder was? Nein, das kann doch nicht sein. Sind da drüben Orks? Das wäre nämlich... sehr gelegen. Da ist ein Ork. Kommt eine ganze Truppe. Wie komme ich da rüber, Mann? Wie soll ich denn da rüberkommen? Aha. Naja, jetzt wissen wir es ja. Es werden immer mehr Sklaven, die halt das nächste Mal dein stinkendes Maul. Vielen Dank, Waldläufer. Ja, bitte, gern geschehen. Ich sollte noch ganz schnell den Turm freischalten. Und dann habe ich ja da eine neue Hauptquest. Da geht's ja endlich mal für Yoshi, ey.